Ja, hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur großen Rammstedt-TV-Rückblende des Karnevalsvereins Bruchkatze Rammstein. Ja, die Schwarze Katz und ihre aktiven Mitglieder haben in diesem Jahr ein ganz großes Jubiläum gefeiert, nämlich das 66. Bestehen des Vereins. Ja, das war natürlich mit vielen Terminen und Vorbereitungen verbunden. Wie die Jungs und Mädels das alles bewerkstelligt haben, dies erfahren wir jetzt. Nämlich habe ich fast alle ans Mikrofon bekommen und den Anfang macht übrigens unser Präsident, der Jürgen. Also bis gleich. Sechsmal 11 Jahre Karnevalsverein Bruchkatze Rammstein. Was kann man dazu sagen? Ja, es ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Einmal, dass man dieses Jubiläum 6x11 Jahre Karnevalverein Bruchkatze Rammstein feiern kann. Und außergewöhnlich ist, dass gerade ich jetzt als Präsident in dieser Jubiläumskampagne auch selbst noch ein Jubiläum habe, nämlich mein 2x11-jähriges als Präsident. Und das ist natürlich außergewöhnlich. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich 2x11 Jahre Präsident der Bruchkatzen sein werde. Und das freut mich natürlich sehr, dass das in diesem Jahr zusammengefallen ist und ich da ja auch besonders geehrt wurde. Und du bist ja nicht nur der Präsident der Bruchkatzen hier in Rammstein, sondern du hast was noch für eine Aufgabe? Ja. Ja, ich bin auch Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine. Das ist einer von 35 Regionalverbänden im Bund Deutscher Karneval. Und ich darf dazu sagen, es ist der zweitgrößte. Also wir haben über 380 Vereine in unserem Verband und geht also über die Pfalz, Westpfalz, Vorderpfalz, Nordbaden, Mittelbaden bis Baden-Baden, Pforzheim, also so bis in diese Gegend, reicht unser Verbandsgebiet. Ja, und da bin ich der Präsident seit 2009. Viele, viele Prunksitzungen, nicht nur hier in Rammstein, nicht nur bei Gastvereinen, sondern auch bei der großen Live-SWR-Prunksitzung im Frankenthal. War das einer von deinen Höhepunkten? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil wie gesagt, also mein Herz schlägt ja einmal für die Bruchkatzen, einmal für den Verband und was jetzt zunächst mal die Bruchkatzen betrifft, da ist es natürlich das Jubiläum, auch der Jubiläumsabend, das ist ganz selbstverständlich. Okay. Normalerweise kennt man das, der Präsident moderiert den Abend und es treten sehr viele auf, es gibt sehr viele Grußworte und so weiter, das wollte man ja alles etwas anders gestalten und wir haben hier eine junge Gruppe mit ins Boot genommen, nämlich die Straußbube von Rammstein. Und die haben das einfach spitze gemacht. Das war lange davor ja schon im Gespräch und abgesprochen und die haben ja eigentlich durch den Abend geführt und das fand ich ganz toll und es war natürlich auch für mich mal schön, mich etwas zurücknehmen zu können. Und natürlich ist ein Höhepunkt im Verband die Fernseh-Live-Sendung. Ja, das ist richtig, ja. Das ist schon ein Höhepunkt. Was wünschst du dir oder was erhoffst du dir für die nächsten Jahre oder vielleicht schon für das nächste Jubiläum? Gut, das nächste Jubiläum in 11 Jahren, das ist noch ein bisschen hin. Aber was ich mir erhoffe, ist natürlich, dass zunächst einmal die Jugend, die tanzende Jugend dabei bleibt, wie es im Moment ist. Wir hatten ja dieses Jahr zu Beginn der Kampagne genau 99 tanzende Mädchen bzw. junge Damen gehabt. Und das wäre natürlich toll, wenn das weitergeht. Was man sich natürlich ebenfalls wünscht, dass gerade im Bereich Elferräte, Vorstandsmitglieder, dass es da weitergeht, verjüngt weitergeht. So langsam kommen ja doch einige so in das Alter und haben auch da schon wirklich gute neue Leute gefunden. Aber es müssen auch welche da sein, die eben Verantwortung übernehmen. Und ich hoffe, dass wir da auch auf einem guten Weg sind, für die nächsten 11 Jahre anzugehen. Aber das ist natürlich, da muss man sich drum bemühen. Die kommen nicht von selbst. Wie wird denn überhaupt entschieden, wer denn die Prinzessin wird? Beziehungsweise wie kam es denn überhaupt zu der Jubiläumsprinzessin Sarah der Ersten? Ja, also da kann ich zunächst zurückgreifen auf unseren Ehrenvorsitzenden, auf den Hermann Müller, der also in den vergangenen Jahren die Prinzessin, ja ich will jetzt nicht sagen auserwählt hat, aber trotzdem viele Kontakte immer geknüpft hat zu den Tollitäten und mir das dann auch gesagt hat und schau dir mal die an oder die wäre doch was, ja. Und was die Sarah betrifft, die wurde also ebenfalls schon vor, ich weiß nicht genau, aber vor 2-3 Jahren auf jeden Fall schon angesprochen auf dieses Amt im Hinblick auf das Jubiläum. Ja, und das ist, die Sarah war wirklich eine glänzende Prinzessin und da ist man natürlich froh, wenn man also solche Tollitäten hat. Ja, das kann ich natürlich auch sehr gern bestätigen. Also es war wirklich eine wunderschöne Kampagne und weil es so schön war,
schauen wir uns einfach nochmal die schönsten Momente von unserem Präsident Jürgen Liesmeister an. Bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Jürgen. Ach Gott, ja, Entschuldigung, das bin ich doch selbst. Jeden Samstag in der Kampagne hast du Termine als Hofnarr. Ja, da muss ich ja was schwätzen. Jetzt ja, das ist richtig, aber wir brauchen einen Prinzen, der ist immer da. Sag, du hast Zeit, ja. Du hättest Zeit, die ganze Kampagne. Ja. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist. Hat sie auch Geld? Rallau, ihr Narren, weit und breit. In Rammstein ist Jubiläumszeit. Am Narrenbrunnen, an unserem Narrenbrunnen, da haben wir gestanden. Da haben wir Rakete in die Hege geschossen. Da hat der Andreas und ich gesungen und haben vorgetragen. Auf unsere wunderschöne Fastnacht, ob blau, ob grün, ein dreifach donnerndes Rammstein. Oh!